Hallo, hallo und willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, wurde sich in den Kommentaren ja auch gewünscht mit Terraria. Und ich habe hier so einen komischen Typen dabei, der kann sich mal selber vorstellen. Ja, ich bin Joey und ich weiß nicht, was ich mich jetzt hier vorstellen soll. Ich bin der Typ mit den lila Haaren. Aha, okay, er ist der Typ mit den lilanen Haaren, ich bin der Typ mit den grünen Haaren. Ich habe lila Haare. Ja, auch in Real Life. Die sind immer lila. Bei Grün hätte man ja noch denken können, die Spaghetti sind verfault. Wir haben ja auch schon zusammen beide durchgespielt eigentlich, ne? Damals. Mit unseren 300 Stunden. Jetzt schweigt er. Währenddessen sammle ich Holz, während er schweigt. Fängt ja schon mal gut an. Wir können ja versuchen, ihn zu hacken. Ich habe ein bisschen die Steuerung vergessen, um ehrlich zu sein. So, wo bist du schon wieder? Er ist abhandengekommen. In der Wildnis. Und da kommt auch schon der erste Gegner entgegen. Und ich mag dieses Schwert nicht. Werden wir es überleben oder wird dieser Lubbel uns jetzt noch töten? Und Joe hat schon die ersten Schwierigkeiten, wie es aussieht. Oder hat versucht nachzudenken. Wissen wir nicht. Werden wir nie rauskriegen. Oder doch, oder nicht, wissen wir nicht. Kommt noch. Ich hacke jetzt diesen Baum, während er mich anschweigt. Besser, sehr viel besser. Er schweigt doch nicht mehr. Ich habe 15 Mal geschrieben, dass ich außerdem mein Mikro getötet habe. Du hast dein Mikrofon getötet? Ja, und ich habe extra alles ausgemacht, damit ich nicht währenddessen belästigt werde. Müsste ich Tatjana für ausmachen, wird schwierig. Ja, unsere Karte heißt ja auch Tatjana, ne? Was machen wir denn eigentlich gerade? Wir hacken Holz. Ja, du hackst... Nein, du standst drauf rum. Ja, jetzt hack ich Holz. Jetzt auf einmal kannst du dich begnädigen... Ups, jetzt habe ich einen Baum kaputt gemacht, den ich haben wollte. Ich hab schon eine Werkbank hingestellt, hast du es gesehen? Nein, welche Werkbank denn? Ja, die in der Mitte steht. Da steht keine. Hast du eingesammelt? Würde ich nie tun. So, ich kann mir auch wieder eine neue bauen. Bau dir doch eine neue. Was ist der Plan? Wir mussten irgendwie graben, ne? Graben, meinst du? Ja. Sind wir hier bei Minecraft? So eine Art. Ist Minecraft 2.0? So nein, Minecraft 2D. Also 3D gefällt mir manchmal besser, weißt du das eigentlich? Ich finde dieses Spiel aber sehr cool. Ja, stimmt, das ist wirklich cool. Auch für mich das Holz zu klauen, das ich hier wegschlage. Nein, ich darf das. Ich bin. Du bist ein fieser Holzklauer. Ich bin nur ein Holzwurm. Baseball. Ja, müssen auch mal eine Stelle finden, wo wir vielleicht einen kleinen Unterschlupf bauen wollen. Vielleicht. Ich würde sagen, am Spawnpunkt, oder? Ich würde es einfacher machen. Einfacher als am Spawnpunkt? Nein, ich würde es einfacher machen, weil wir dann halt im Haus spawnen, ne? Ja, dann gehen wir mal zum Spawnpunkt und richten uns noch häuslich ein. Ja, willst du das gleiche machen wie letztens? Also, was ist letztens? Vor. Halben Jahren, aber ja. Genau. Wieder schön wie und dann damals. Kram. Ja, das bleibt ja noch ein Geheimnis, was es wird, ne? Ja, dass wir irgendwann nach unten graben, sollte jedem klar sein. Wirklich? Ich dachte, hier wächst alles in der Oberwelt. Ich habe ja schon Tin gefunden. War das Tin? Ich weiß es gar nicht. Wir sammeln auf jeden Fall komisches Zeug auf. Wo sind wir eigentlich gespawnt? Hier gleich. Da müsste gleich links diese komische Höhle kommen, genau hier. Auf welche Höhe? Auf D? Nee, machen wir noch eins tiefer. Ja, du denk dran, wenn du... Jawohl, lieber eins tiefer. Wenn du was? Weil wir sonst bauen wir vielleicht in die Wand, das meinte ich eigentlich. Naja, du kannst ja auch Wand meinen. Ich weiß ja nicht mehr, wie es geht, aber irgendwie konntest egal. Du Wand... Wie ging's? War es Linksklick? Nein, war es Schiff? Weiß ich nicht. Irgendwie konntest du auch Background meinen. War da nicht draußen einen anderen Gegenstand für? Ich habe ja auf jeden Fall, ich habe schon eine Crafting Table gebaut. How do you mine background objects with a hammer? Okay. Ah, da kann man da herstellen. Ah, jetzt habe ich schon mal. Wir brauchen dringend diesen Unterschlupf, es wird dunkel. Du hast ein Eichhörnchen getötet. Er hat das Eichhörnchen getötet. You killed the Eichhörnchen. Haben wir einen Hammer? Nein, wir haben keinen Hammer. Warum haben wir keinen Hammer? Ich will einen Hammer. Du hast einen Hammer. Ich kriege ja nicht mal eine Tür platziert. Dann will er einen Hammer. Ich baue mal da oben so ein Dach.
Ich habe eine Tür schon gebaut, aber ich konnte sie nicht platzieren. Ich war... Ja, du brauchst ein Ober- und ein Unterteil, um eine Tür zu platzieren, du Held. Hier kannst du jetzt eine Tür platzieren, da in die Ecke. Ja, Achso, man muss die Spitzhacke haben, wenn man wieder Sachen abbauen will, weil er was. Da war ja was. Ich komme immer noch mit der Steuerung nicht klar. Das Escape. Ich kann die nicht setzen. Ich kümmere mich drum. Ich kann die immer noch nicht setzen. Zwei Idioten mit einer... Jetzt. Ich habe die Tür gesetzt. Ja, nachdem ich... Kannst deine auf die andere Seite setzen. Wieso andere Seite? Das Leben braucht nur eine Tür. Das ist ein... Okay, ist kein Highway. Wir brauchen noch Background-Tiles. Holzwand. Ja, mach du mal. Ich traue dir das vollkommen zu. Kann ich nicht irgendeine Taste gedrückt halten, damit... Ja doch, da war doch immer was, ne? Ja. Mhm. Ey, der Effekt beim Wandsetzen ist neu. Nein, du bist einfach nur zu alt. Du hast zu lange nicht gespielt. Nein, da kommt jetzt ein gelber Button, der setzt die Wand automatisch. Echt jetzt? Ja. Yeah. Cool. Gab's ein Upgrade? Das letzte Mal, als ich es gespielt habe, noch nicht. Ja. Du bist ja auch schon älter. Ich meine, dein Alter möchte ja auch keiner heutzutage schon. Ich fühle mich von dir angegriffen. Da, guck mal, da ist was Grünes. Das ist, glaube ich, einfach nur grün. Was brauchen wir denn, um Dings Rope zu craften? Wir kommen schon nicht mehr hoch. Ich habe keine Plattform. Mach mal Plattform. Rope, brauchten wir da nicht diese Linearen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel Starborn gespielt zwischendrin. Du nennst doch nicht etwa andere Spiele? Oh mein Gott, grausam, ne? Ja, ehrlich. Product Placement. Ja, graben wir schon mal nach unten. Vielleicht finden wir ja noch mal was, was wir brauchen. Du kriegst auf jeden Fall schon mal Besuch. Der will dir ein Aquarium anbieten. Was? Da ist ein Typ, der will dir ein Aquarium anbieten. Rechts von dir. Zerstört er gerade unsere Tür? Wie war das nochmal? Konnten die rein? Konnten die nicht rein? Nein, nur beim Red Moon kamen die Zombies rein. Oh. Ist doch bald wieder Halloween. Ist das sogar vielleicht sogar ein Jahr her? Ich meine, das war ja auch ein Halloween, weil wir zuletzt gespielt haben, ne? Ja, richtig. Toll, wegen dir. Machst alles kaputt. Was? Ich war gerade am Setzen und du puddelst hier einfach. Nü. Ist er, wegen dir kommen wir hier nicht mehr hoch. Du kommst immer wieder hoch, wenn du genügend Dings das hast. Ja, genau. Da unten ist was. Rechts unten ist was. Nein, nein. Ja, Erz. Erz. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ich dachte, das rechts unten ist cooler. Nein, Erz. Zombie, da ist noch mehr Erz. Stimmt, da ist noch mehr Erz. Mach die Augen auf. Wir brauchen Erz. Auf alles zu glauben. Tusken. Was auch immer Tusken ist. Das Wolfram, auf... glaube ich. Echt jetzt? Ja. Warum nennt man es nicht Wolfi? Ich bin Wolfi gut. Ich nehme den rechten Block. Den können wir schnell abbauen. Da ist eine Bibliothek. Und Kronleuchter. Und wir sind auf irgendwas gefallen. Mach mal Licht. Mach Crashlicht. Hast du da Crashlicht? Ich hab auch keine Fackeln. Ich hab Fackeln vergessen. Ich wusste, ich hätte noch irgendwas craften sollen, bevor ich runtergehe. Egal. Ich will rüber. Okay, lass mal da rüber gehen. Wir müssen ja drei Blöcke hoch, ist ja blöd. Siehst du, ist dieses gelbe Kastending, das dir den Block auswählt, war vorher nicht da. Ich sehe das nicht mal. Warum sehe ich das? Weiß ich nicht. Drückst du irgendeine Taste? Nein. Ich sehe das wirklich nicht. Also, merken schon, ich spiele mit jemandem, der nimmt Sachen, die nicht gut sind. Keine Drogen. Okay. Das ist bestimmt irgendeine coole Einstellung. Wahrscheinlich. Und ich habe sie wahrscheinlich ausgestellt. Oder der Power-Modus, weil ich so cool bin. Ah, es macht mich tot, es macht mich tot. Töte es. Loot! Geh weg! Scheiße, Kisten konnte man ja nicht plündern. Alles meins. Nein! Ich habe was benutzt, ich bin oben. Da sind auch Sachen in der Kiste. Was? Da sind auch Sachen in der Kiste. Kam ich dann an so eine Kiste ran? Linksklick. Wie kann man nochmal wiederbeleben? Ich bin schon gestorben. Ich hoffe, es gibt ja irgendwo mal einen Rope drin. Ich weiß, ich konnte es ja nicht plündern. Ich habe keine Plattform mehr. Ne, ich habe noch ein paar.
Ich sehe dich unten rumhüpfen. Ich fäng da schon wieder gut an. Außerdem spawnen wir außerhalb unseres Hauses. Naja, wir können es ja vergrößern. Wir sollten ja nicht arg weit daneben spawnen, oder? Ja. Oh. Ach, du bist da runtergesprungen, Idiot. Ja, ich weiß, ich hatte keine Platten mehr. Und das Lustige ist, ich bin ja gleich zweimal hintereinander runtergesprungen. Wood Fishing Pole gibt's jetzt auch, ne? Gab's da aber schon eine Angel? Weiß ich nicht, aber der gelbe Kasten verhindert gerade, dass ich... Du und dein gelber Kasten. Ich hab schon zwei... Ich hab rausgefunden, wie er funktioniert. Du musst STRG drücken, dann geht er an oder aus. Ah, okay. Ah, ich sehe schon. Interessant. Ja, kann aber nicht schaden. Dann sieht man wenigstens, wie weit man bauen kann. Hier habe ich ein... Kannst du schmelzen, wenn du haben irgendwas. Irgendwas du haben, so zum Schmelzen. Ja. Ich suche gerade eine Kiste. Ich weiß nicht mehr, wie man Kisten baut. Ach, es gibt so vieles, das wir nicht wissen. Du hast du die Kiste zufällig von unten mitgenommen? Nein, die Kiste habe ich nicht mitgenommen. Ah, wie kommt das hier rein? Hast du die Tür aufgemacht? Nein, will ich niemals tun. Ich könnte ja sagen, das sind Zeugen hier oben was, aber das wäre doch fies, oder? Mann. Fängt das schön gut an. Willst du einen Pilz? Ach ja, Pilze kann man ja essen, dann kriegt man mein Leben wieder. Aber nimmt einen Cooler. Wie kann man noch was rauswerfen? Rechts unten ist ein Mülleimer. Ja, super. Wenn ich dir Sachen geben will, schmeiße ich sie nicht in den Mülleimer. So, ich glaube, du kannst sie einfach auf den Boden schmeißen. Ja, rechtsklick. Muss rausgehen. Vielleicht kannst du da noch was... Interessant, man kann das Ohr setzen. Wusste ich gar nicht. Ey, du kannst das Ohr setzen, ne? Nur damit du Bescheid weißt. So, ne? Wir wollen ihnen ja helfen, sonst... Das ist ja fies. So, Wood Fishing Roll... Was, hast du schon Enterhaken? Nein, Climbing Claws habe ich unten in der Kiste gefunden. Der beklaut mich. Ich beginne nicht wieder Selbstmord. Ich wollte das Auge hereinbitten, es sah so freundlich aus. Ja, was machen wir jetzt, bis es wieder Tag ist? Wir könnten ja jemanden einziehen lassen, der da hinten rumgammelt. Nee, lass mal. Stirbt ihr! Untoten, Toten. Ich guck erstmal, ob ich irgendwo Rezepte finde, wie man zum Beispiel Dings da. Ja, der Typ bringt dir die Rezepte ja bei, weißt du doch, der kennt alle Rezepte. Nein, das habe ich nie rausgefunden. Hä? Der Typ. Du sollst nicht cheaten. Welcher Typ? Den wir einziehen lassen können später. Der hat doch, wenn die Sachen gegeben hast, hat er doch gezeigt, jedes Rezept, was er haben hat. You remember? Der Typ, der rechts, links von uns ist. Auf der Karte zum Beispiel, sieht man die oben. Da ist so ein Typ, das ist unser Guide. Der kennt Jeff ist, ja gut, der Typ, der gerade gestorben ist, war unser Guide. Der kommt doch immer wieder, bis wir ihn in die Lava schmeißen oder sowas. Nein, der kommt immer dann auch noch wieder. Achso, cool. Der respawnt ja immer automatisch, sonst könntest du den ja nur einmal mal reinwerfen. Das wäre ja unfreundlich. Ihn nur einmal reinzuwerfen, oder nicht? Unfreundlich ohne Frage. Ehrlich, man kann ihn nur ein einziges Mal reinwerfen, das wäre doch... Der würde sich doch verarscht fühlen. Aber dieses mit den Steuerungen ist auch doof zu bauen, weil der nimmt immer sofort den untersten Block und dann kannst du nicht nach oben graben zum Beispiel. Ich weiß. Hat Vor- und Nachteile. Hier sind ein paar Vasen, die ich kaputt mache. Da mir jemand mir meine Sachen gemobst hat, weil ich gestorben bin. Gönnt einen hier nicht, will alles behalten. Das werde ich dir für immer vorhalten. Was? Dass du mir die Sachen klaust, werde ich dir für immer vorhalten. Klaus mir einfach meine Sachen. Wollte ich dir ehrlich vor dir stellen, deswegen. Nee. Sag mal, oder hat das Seil? Ich will Seil, aber das hat, glaube ich, irgendein Händler verkauft, kann das sein? Ja und nein. Ich meine, du konntest auch herstellen, aber du musstest doch da diese Linearen abbauen für. Oder nein, das war Starbound. Gut. Hast du denn vielleicht nur schon genügend Erz, um wieder was zu bauen? Vielleicht kannst du eine neue Spitzhacke bauen oder so. Dann sag mir nicht, das war Starbound. Hier kann man auch upgraden.
Scheiße, ich sollte auch mal. Ich sollte eben. Darf ich Scheiße sagen, wenn ich wieder das, wenn das hier broadcast? Ja. Ich halte sich mal kurz die Ohren zu. Nein. Ich habe auch mal wieder vergessen, Dings da zu dingsen. Dings da zu dingsen? Ja, genau das. Genau das. Das Örkel-Pernörkel mit der Kontrovenüse. Das auch. Nein, Dings fackeln. Dings fackeln, okay. Ja, und ich habe auch Angst im Dunkeln. Ach so, ja, das erklärt jetzt einiges. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nach oben und mache mir Fackeln und guck, ob ich eine neue Spitzhacke craft. Stimmt, es erklärt sich das, warum du, wenn du als bei mir Besuch warst, warum du immer wolltest, dass ich mit dir auf Toilette gehe. Aha, das wüsste ich aber. Anscheinend ja nicht. Dafür muss ich aber das Erz erstmal weiterverarbeiten in Bars. Ja, das kannst du ja in den Bars verarbeiten, wenn du an den komischen Ofen stehst. Den habe ich dir oben schon hingestellt. Ich weiß, hast du ihn früher ganz toll, ganz stolz verkündet. Ja, und dann habe ich noch so einen schönen Crafting-Table gefunden, den niemand platziert hat. Und dann habe ich ihn mitgenommen, war so allein. Aber nein, kann ich nicht. Oh, ich habe schon wieder vergessen. Es wird übrigens hell. Ist mir egal, ich habe Erze. Das bringt ja bis eh nichts, anfangs da oben rumzulaufen, wenn man keine Erze hat und keine Ausrüstung. Das Leben ist nur ein Wettkampf der Ausrüstung. Seht ihr, selbst hier in Terraria. Wir machen das wahrscheinlich wie sonst auch immer, ne? Alle ausrüsten. Ja. Kann sich ein bisschen länger hinziehen, so wie wir sonst immer auch gespielt haben. Ach ja, was soll's. Wir sind ein bisschen verplant unterwegs. Ich komme mit dem Inventar noch nicht klar. Ich auch nicht, meine Fackel, ehrlich gesagt. Rope, wo hab ich gerade meine... Ich hab doch gerade Fackeln hergestellt. Nein, hast du nicht. Ach nein, guck mal, man kann... Da war doch irgendwas in der Taste, gab's doch dafür automatische. Ich weiß bloß nicht mehr welche. Ja, welche Taste war's? Übersteuerung. Ich weiß nicht, wie die Taste heißt. Übersteuerung. Shift. Shift ist es. Yes, indeed. Die Taste da. Da mit dem Pfeil drauf. Dort so. Ich ist ein roter Slime. Roter Slime. Roter, böser, böser, roter Slime. Ja, der, dann lass dich nicht mehr so voll Slime. Jetzt könnte man ja irgendwas sagen mit Japanern und Schleimchen und... Wir machen hier keinen Tentakel-Hentai, Mann. Jetzt hast du es verraten. Jetzt hätten wir mal blauen Schlaum nachmachen können. Kevin will Tentakel-Hentai machen. Und das mitten in der Aufnahme. Wenn ich da gleich runtergehe, geht's da ziemlich steil nach unten, so wie es aussieht. Nein, nein, total nicht. Geh ruhig weiter. Das ist rot leuchtendes Erz. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Erze hier gab. Es gab auf jeden Fall zu viele. Ach ja, wir haben ja auch damals, glaube ich, die Server gewechselt, weil wir bestimmte Sachen nicht gefunden haben, ne? Stimmt, auch noch es gab zwei Varianten, glaube ich, von Welten. Genau. Und weil wir das eine nicht in den anderen gekriegt haben, haben wir eine andere Welt gemacht. Boah, werden wir sehen, wie weit das geht. Guck mal. Wir haben es ja schon durchgespielt. Ich dachte, du stirbst gerade. Ja, toll. Jetzt hat er unser Seil auch noch verschwendet. Warum kann ich keine Fackel hängen? Kein Hintergrund. Aber die kommt Platinium gefunden. Hintergrund hängen? Doch, konnte man, glaube ich, aber nur an der obersten Seite. Da, wo man ihn auch wegnehmen konnte. Ah. Oder? Das sind Quallen. Dann ess sie. Das ist eine Delikatesse in anderen Ländern. Ich bin aber nicht in anderen Ländern. Doch, andere Länder sind. Du bist ein Terraria. Dann isst du jetzt auch Quallen. Du isst das, was auf den Tisch kommt. Ich habe ja gehört, du bist seit neuestem bist du ja Vegetarier, ne? Achso, das sieht ja gar keiner, wenn ich hier außerhalb von deinem Bildschirm rumrenne. Nö. Das ist ja kacke, dann muss ich mal zu dir kommen. Na, geh weg, ich will bis hier keiner sein. Ein bisschen um moralische und körperliche Beeinträchtigung. Irgendeiner muss ja getrollt werden. Ich komme hier nicht mehr raus, also geh weg. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel hier. Man konnte ja auch irgendwie die Kamera umstellen, da war ja irgendwas. Toll. Anstatt einzusetzen, setze ich zwei. Könnte sie ja gleich sofort rendern lassen, die Folge, aber... Nee, müsste ich ihn laufen lassen. Das Rendern dauert bei mir momentan ja länger als das Hochladen. So ein neues Internet hat schon Vorteile.
Sollen wir mal gucken, ob wir vielleicht was... 10M mit dem Upload. Ja, hab ich auch. 10M. Lass mal uns einen Hauptschacht tiefer bauen. Nein, lass es lieber mal wieder hochgehen irgendwie, weil wir müssen auch mal... wieder auch schmelzen, ne? Ich hab kaum Erze gesammelt. Ich schon. Ich war ja im Gegensatz zu dir fleißig. Und außerdem ist gleich die Folge vorbei. Ja. Schon. Schon. War schon 20 Minuten mehr ertragen müssen. Kann mir wie eine halbe Ewigkeit vor, ne? Ich weiß. Plattform. Ich brauche Plattform. Ich komm's mir sehr nicht mehr hoch. Ich habe alles mit Steinen zugebaut. Auf jeden Fall können wir Sand nehmen. Du hast dir echt Steine in den Weg gebaut. Warum tust du sowas? Das wirst du nie erfahren. Damit ich hochkomme und du Probleme dabei hast. Hast du keine Plattform mehr? Nö, aber ich hätte bestimmt bauen können, wollte ich's. Mann, ich habe jetzt schon so viele verschiedene Platin. Ich habe 6 Platin-Bars, 6 Blei, 7 Blei. Tungsten, weiß ich nicht, was es ist. Immer noch Wolfram. Wo hast du das ganze Zeugs? In der Hosentasche. Nein, woher? Aus der Höhle? Ja. Ich kann schon mal einen Amboss herstellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, aber wir haben einen Amboss. Ich kann ein Schwert herstellen. Können wir auch mal irgendwas herstellen, was nützlich ist? Tin. Tin-Schwert, noch ein Schwert. Ja. Das ist ja schön. Aber weißt du was? Kommst du mal wieder hoch? Kann ich machen. Ja, solltest du auch mal besser machen. Warum? Weil ich es sage. Ja, ich bin unterwegs. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Karte ist kleiner, größer geworden oder alles. PvP aktiviert. Was? Hä? Glaubst du, ich kann nicht lesen? War nicht beabsichtigt. Ich habe versucht, auf die Karte zu klicken, weil das alles so ineinander hängt bei mir. Rechts. Naja, und weißt du, was jetzt kommt? Die Verabschiedung. Ich sage schon mal Tschüss und ich danke auch Shoei fürs Mitspielen in der ersten Runde. Der wird auch weiterhin da bleiben, wenn er Interesse dran hat. Wenn er weiter da bleibt, ja genau. Wenn er da weiter da bleibt. Ich sage schon mal Tschüss und jetzt ist deine letztes Wort. Du darfst das letzte Wort abgeben. Ich sage einfach nur bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Okay, Tschüss.